Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir wollen mit dem kleinen Kobold hier reden. Mit Dick. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Eine kühle, monddurchflutete Atmosphäre. Natürlich und erdverbunden wäre schön. Dunkle, mysteriöse Räume finde ich am besten. Kühle, monddurchflutete Atmosphäre. Es wäre schön, wenn der Raum von Mondlicht durchflutet wäre. Ha, hervorragend! Oh, das ist cool, ja. Was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Deek bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Fliegen die Bücher hin. Oh, jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Das werde ich. So, schauen wir uns mal an, was hier jetzt aufgegangen ist. Schick, das alles einzurichten, habe ich gar keinen Bock drauf. Viel zu viel. Oh, naja, wir haben zumindest jetzt einen Raum, wo wir unseren, jetzt schon fast gesagt, Scheiß machen können. Unser Zeug machen können, natürlich. Revelio. Oh, was gibt's hier oben noch? Im Astronomieturm. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin. Mein liebe Satyavati, du wirst dich freuen zu hören, dass ich von meinen Kontakten in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis der Meteoritenschau geirrt haben. Es scheint, dass ein irischer und britischer Astronom beide auf der Arbeit eines italienischen Astronomen aufgebaut haben. Alles Muggel wohlgemerkt, soweit ich weiß, und vorschlagen, die Position des Staubes auf der Erdumlaufbahn zu berechnen, um eine Verbindung zwischen Meteoriten und Kometen herzustellen. Genial, wirklich. Man kann sich kaum vorstellen, was sie mit einem verzauberten Teleskop anstellen könnten. Frustrierenderweise hatte ich in meiner Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter verwenden musste. Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine geheime Identität zu haben, ärgert mich der Grund dafür. Ich freue mich so sehr auf unsere Reise nach Yanta Manta später in diesem Jahr. Das wird ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester, und hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Zuhrita. Revelio. So, hier können wir auch noch eine Treppe hoch. Irgendwie das Bedürfnis, mich etwas umzuschauen. Da, hier steht zum Beispiel nämlich der Kiste. Incendio! Im Kopf, wir könnten die Tücher wegflambieren. Revelio. Aha, hier ist sowas. Lumos.
Ein Teleskop und so eine Tafel davor. Okay. Das ist bestimmt oben, hä? Hier, genau. Und eigentlich schauen, ob man so ein Teleskop hernehmen darf, aber irgendwie scheinbar nicht. Oder kommt ja bestimmt noch eine Unterrichtsstunde dazu. Denke ich mal. Aber ich finde es schön, das hier ist ja ungefähr das identische Rätsel wie bei Elden Ring. Da die nächste Handbuchseite gefunden. Was haben wir denn jetzt für Aufträge? Schatten der Krypta. Ich finde Sebastian vermutlich am üblichen Ort. Professor Sharps Auftrag. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Nachdem ich einen Besenflug ausbilden und Madame geschlossen, erwähnte Everett, dass ich mich bei Abby Weeks in Spindwich melden soll, um einen Besen zu bekommen. Ach, Entschuldigung. Mein Gott. Aber so ein Besen wäre cool. Ich komme immer noch mit der Steuerung maßlos durcheinander in diesem Menü. Hogsmeade brauche ich. So, jetzt hat. Dann wollen wir uns mal einen Besen kaufen, hä? Das nächste Mal fliegen wir dann nach Hogwarts und reisen nicht mehr schnell. Vielleicht. Auf geht's nach Hogsmeade. Nee, nix. Auf geht's nach Hogsmeade, du bist schon da. Revelio. Neues Gesicht. Wunderbar. Ich kann bei dem bestimmt verkaufen. Schauen wir aber erstmal ausrüsten, habe ich was Neues? Ne, dann habe ich. Vertraue ich mir soweit, dass ich überall das Beste anhab. Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? I'll be Weeks. Zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spindwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Sie mussten Spindwitches wegen unterbrochener Handelsrouten schließen? Schrecklich. Handelswege wurden als unbrauchbar gemeldet. Anscheinend übernehmen Kriminelle die Straßen und bedrohen die Dörfer. Ich fliege äußerst sicher, aber versuchen Sie mal mit einem Vorrat an Besen auf dem Rücken zu fliegen? Gar nicht so einfach. Also gut, zurück an die Arbeit. Wenn Ihnen ein Besen gefällt, sagen Sie Bescheid. Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch, bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Eibenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Eibenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindlig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Oh, schauen wir mal, was du so hast. Wonach suchen Sie heute? Erstmal will ich verkaufen. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen.
Da waren es schon ein paar dabei, die ein bisschen besser waren, aber egal. So. Für alle mit feurigem Temperament. Ein Besen der Hogwarts Hausbesen. Stolz dein Haus in Hogwarts feiern kannst. Hochwertige aus Esche gefertigte Besen für außerordentliche Stabilität. Stilvoller Besen, der leicht zur Hand haben ist, wirklich. Und der Eibenweber, komfortabler und schneller Besen mit... Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Der Glutsprint. Hogwarts Hausbesen. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Mondraketenbesen. Windhauch. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ich nehme den Glutsprint. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Bin ich mit. Danke fürs Vorbeischauen. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Na, warum nicht? Wie lange sind Sie schon an Besen interessiert? Seit ich mein erstes Quidditch-Spiel gesehen habe. Die Flugmanöver, die Spieler. Manche Leute haben so ihre Zweifel an mir und meinen Ideen. Hoffentlich helfen Sie mir trotzdem. Ich weiß, dass ich an etwas dran bin. Ich finde den eigentlich ganz nett. Warum soll ich Ihnen von diesem Besenflug berichten? Eigentlich hatte ich Imelda um Hilfe gebeten, aber sie hat ein paar Angewohnheiten beim Fliegen, die Zusammenarbeit erschweren. Ich brauche jemanden, der keine schlechten Gewohnheiten hat und gut fliegen kann. Everett meinte, sie sind ein Naturtalent auf dem Besen. Er studiert hier immer die neuesten Modelle. Er ist fast so besessen von Besen wie ich. Wenn sie mit Hilfe ihres angeblichen Flugtalents Imeldas Zeit schlagen können, wäre ihre Beurteilung des Besens unschätzbar wertvoll. Sie hatten wohl wirklich bei Kogawa Unterricht. Ja, aber dass mir die technischen Elemente der Besen stets wichtiger waren als das Fliegen, hat sie wahnsinnig gemacht. Sie findet es gut, dass ich jetzt Bindwitches leite. Ich glaube, keiner von uns dachte, dass ich mal Klatscher für die Cannons oder Eintracht Pfützensee wegschlage. Und ich finde es befriedigend, gegenüber denen recht zu behalten, die mich für zu jung halten, um diesen Laden zu führen. Mit ihrer Hilfe kann ich beweisen, dass ich der Anbieter mit dem umfangreichsten Wissen über Zaubersportartikel bin. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Alles klar. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. So. Gibt's auch. Oh, eine anspruchsvolle Lieferung. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Besen-Action. Wie kann ich den Besen auswählen?
Wie fliege ich mit dem los? Oder geht das nicht einfach so? Karte zu greifen, Altmeier, Zauberset, Aktion, Zauberset. Besen. Schub bewegen, Info Revelio absteigen. Vorwärts fliegen. Und wie kann ich da jetzt aufsteigen? Darf ich hier einfach so aufsteigen? Oder ist hier in Hogsmeade Flugverbot? Ja? Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Du bist in einem Bereich, in dem Fliegen erlaubt ist. Ach so, okay. Cool, 10 FPS. Na, jetzt ist besser. Das ist schon cool. Das gefällt mir. Dass man hier so ein bisschen rumfliegt. Hey du, Ravenclaw. So, Imelda. Imelda Reyes? Albie Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen, aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Klopten gehört? Weiß nicht, was du gehört hast, aber ich habe sicher nicht angegeben. Erzähl das mal dem Rest der Schule. Aber ist auch egal. Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du bist ja nicht mal in Slytherin. Könntest auch glatt ein nutzloser Squib sein. Aha. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Ravenclaw. Kannst du mir mehr über diese Strecken sagen? Willst du etwa Zeit schinden? Na schön, wenn's sein muss. Diese Strecke erfordert Konzentration. Du musst vor jeder Kurve Tempo und Höhe bedenken. Die anderen testen die Ausdauer. Es sind 3 Strecken, vor Ewigkeiten von Ehemaligen gebaut. Seit Black Quidditch gestrichen hat, gibt es diese Strecken oder nichts. Ich habe sie wieder populär gemacht. Die ganze Schule will dabei sein. Na dann, sie furchtbar. Zeig doch mal, was du drauf hast, Frischling. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Na dann. Und wenn es nicht so entspannt ist, ist die Steuerung ein bisschen fummelig.
Großartig. Oh, die Musik macht's krass. Das macht echt Spaß. Oh. Großartig. Oh. Da. Gut, keine Ringe verpasst, neue Bestzeit 1,44, immerhin. Ihre Zeit um 30 Sekunden geschlagen oder so. Aber busy, ja, wenn es so schnell ist, ist busy. Arg sensibel für man. Du hast doch geschummelt. Ugh. Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albi Weeks. Bestenliste. Ah, ja, Ruby Weeks. Mr. Weeks hört sich ja gern, wie ich mich geschlagen habe. Da. Ich glaube, jetzt fliege ich überall hin. Maya macht die Performance ein bisschen Probleme beim Fliegen. Bei mir zumindest. Jetzt habe ich schon eigentlich alles runtergestellt. Und habe da nur 30 FPS. Obwohl meine ja, Hardware immer noch fast nicht ausgelastet wird. Halt schade. Aber naja, ist so. Ist das schlimm, wenn man da so durch Blätter fliegt? Nö. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja. Mäh. Bin ich hier hinter den Häusern. Also, was denn jetzt los? Oh, klingt ja wieder übel. Ah, Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Oh, die Kodierung stirbt. Jetzt hat sie es wieder ein bisschen beruhigt. Ich habe ein bisschen umgestellt nochmal. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein, aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, wenn ich dass das meine auch gemerkt Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Warum sollte jemand ihre Fähigkeiten anzweifeln? Oh, sie würden sich wundern. Die Leute sind starrköpfig. Sie fürchten, man ruiniert nur alles, wenn man daran herumfummelt. Diese Leute wissen einfach das Gefühl der Freiheit nicht zu schätzen, das ein guter Besenflug bereitet.
Und sie würdigen auch nicht den kreativen Prozess dahinter. Ich kenne jemanden in Rom mit einem Laden wie meinem. Sagt, dort sei es noch schlimmer. Natürlich machen sie nachmittags auch ein Nickerchen. Und wo wären wir ohne Verbesserungen? Hätte Elliot Smethwick sich von diesen Schwarzsehern einschüchtern lassen, hätten wir heute keinen Dämpfungszauber. Ich höre nicht auf sie. Recht hat er. Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich machen, ein sehr gutes verbessern. Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Ein harter Arbeitstag macht den Kopf frei. Revelio. Schauen wir mal uns ein bisschen um, ob wir hier schon irgendwas Neues machen können. Oh, hallo! Und wie wollen Sie heute gerne aussehen? Revelio! Hallo! Nur hereinspaziert. Willkommen in Madame Snellings Lockenporium. Ich muss mich sicher nicht erst vorstellen. Früher nannten sie mich Snelly. Oh, Snelly, warum machst du nicht die Ausbildung zum Auror? Aber denen habe ich's gezeigt. Die verstauben im Ministerium und ich bin hier erfolgreich. Sehr erfolgreich. Aber sehen Sie sich an. Sehen Sie sich an. Ich verstehe, warum Sie zu mir gekommen sind. Auf der Suche nach Veränderung? Nein. Ich weiß nicht, was Sie meinen, aber ich fühle mich wohl so, wie ich bin. Manche wollen diesen ausgezehrter Muggel auf der Schwelle des Todes, Tim. Aber Gifte werden Sie hier keine finden. Wer braucht Chlorkalk oder Ammoniak, wenn es Magie gibt? Überlegen Sie eine Weile, wie Sie aussehen wollen. Ändern Sie auch Ihre Frisur, wenn Sie möchten. Welche Dienste bieten Sie an? Was würde Sie denn interessieren? Sie dürfen jederzeit wiederkommen. Ja, wahrscheinlich nie, ne? Mein Vater lehrte mich stets den Zauberstab. Incendio! Akira! Revelio. Diesen Weg solltest du doch meiden. Miss Peck von Schnabel Incendio. Und Kuhn sagte, jemand hätte hier einen Dirk-Call verloren. Ich weiß, dass wir da nicht lang gehen wollen. Ich dachte nur... uns viel Ärger einhandeln können. Es tut mir leid. Sie sagte, ich könnte eine Belohnung verdienen. Doch ich habe nur... Da bist du ja. Super. Endlich habe... Alles verschlossen. Auf geht's nach Hogsmeade. Ach, süß. Revelio. Der Honigtopf. Ich glaube, das, was ich da mache, nennt sich Diebstahl. Also ich glaube es nicht nur, ich bin mir sehr, sehr sicher. Kann man dick werden, wenn man so viel davon isst? Revelio. Überall ein Schloss.
Wieso stehen hier so viel düster dreinblickende Gesellen im Laden rum? So, hier gibt auch nicht mehr. Aber ich werde aufhören mit dem Part und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.